Straßenverlauf von A76 für 1,5 Kilometer folgen. Hallo ihr Süßis, willkommen bei einer weiteren Folge von Bauchis Beauty Palace und heute möchte ich euch ein Produkt vorstellen, das ich auch selber nutze und das ist heute von Schwarzkopf dieses Haarshampoo. Ihr seht das jetzt alles spiegelverkehrt, das ist euer Problem. Ich kann leider nichts dran machen, es ist so. Aber ich finde es deswegen bewerbenswert, weil zum einen ist das schon auch halb leer, das spricht dafür, wie gut das ist. Und es schützt die Umwelt. Während du deine Haare pflegst, schützt du die Umwelt, weil das ist nämlich aus 100% recycelt. Zack, jetzt ist das hier ausgegangen. Ich war gerade dabei zu erklären, dass das alles aus, steht hier drauf, recyceltem Plastik ist. Umweltfreundliche Formel, ne, und ein Feuchtigkeitsshampoo ist für, also, und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen. Achso, nee, kann ich das denn hier zeigen? Ich muss da gucken, wie schön meine Haare einfach auch sind. Feldversuch. Ist jetzt, ich habe vor 2 Tagen das letzte Mal meine Haare gewaschen und die sind immer noch. Und die riechen auch noch gut. Die riechen immer noch nach, keine Ahnung. Ne, geruchsmäßig war gestern mehr so, ne, und heute ist so halt so Umweltpflege in meinen Haaren. Ja, und ich finde das voll geil. Und ich wollte das hier einfach. Und wenn euch Bauchis Beauty Palace gefällt, könnt ihr ein Like da lassen und gerne in den Kommentaren vorschlagen, welche Produkte ich eurer Meinung nach auch gut bewerben kann, die ich dann auch mal ausprobieren werde und dann hier in Bauchis Beauty Palace vorstellen werde, möglichst authentisch. Ist ja auch richtig, ne? Man muss ja immer authentisch bleiben. Vor allen Dingen auf Instagram. Das ist sehr wichtig. Sehr richtig wichtig. Das ist. Man. Die Leute bekommen das mit, wenn man falsch ist. Und ja, nicht falsch finde ich das hier. Nochmal erwähnt. Und bis morgen zu einer neuen Folge von Bauchis Beauty Palace hier auf diesem Kanal. Tschüss, ihr Süßis! Ich hab was im Auge. Tränen, weil es so schön ist! Ja, ich bin so schön, ne? Muss an meinem Handy liegen. So, frisch geduscht, habe ich nur ein kleines bisschen Schaum in die Augen bekommen. Und werde jetzt gucken, dass meine Haare wieder trocken werden. Wer Bock auf mehr hat, heute Nacht ab Mitternacht, Dienstag, ne, Dienstags ist jetzt immer Bauchi auf Sendung, nachts um 24 Uhr, Dienstags Twitch.